Und weiter geht's mit Skyrim Let's Play. Leute, wir sind hier auf dem Weg nach Weißlauf und können schon wieder aufsteigen. Also das geht ja flott und wir haben jetzt Magicka 170 und bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt nicht auf Ausdauer oder Gesundheit setzen wollen. Aber bis Stufe 6, glaube ich, machen wir Magicka weiter, ja. Und schon verbessert und ja, wir haben zwei Talente, habe aber keine Ahnung, weil wir da ja fast nirgendwo gelevelt sind, gescheit. Redekunst wäre ja auch mal eine Idee. Aber im Heilen und so, wir schleichen, Schlossknacken, einhändig und zweihändig wäre die Möglichkeit. 20% mehr Schaden, weil wir machen ja auf Kampfmagier und könnten da einmal, ja, und Kriegerhaltung, mächtige Angriffe mit Zweihandwaffen verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Genau das werden wir auch noch machen. Und dann sind wir schon weit vorn, gell? Und das wär's dann. Gut so. Ja, wir müssen da weiter. Feental. Dem ist auch schon Fahrt. Der kennt das alles ja schon. Nur leider ja ich nicht, ne? Wir nehmen mal den Hammer. Ah, wir machen auf Magie. Und jetzt schaue ich gleich noch einmal, ja. Wir haben da das Richtige ausgerüstet, passt schon, ne? Und jetzt kommen wir, glaube ich, gleich einmal nach Weißlauf. Da unten dürfte es sein. Ja, schon, da ist eine Hütte und unseren Hirschen haben wir verloren. Der wird ja jetzt irgendwo verbluten, blöd. Aber wir kriegen das auch noch auf die Reihe. Also auf Hirsche und Elche müssen wir mit dem Jagen noch etwas warten. Wölfe gehen mit einem Schuss, aber ansonsten... Da vorne ist er. Und wir kriegen den schon wieder nicht. Lauf davon, ja du Kasperl. Was ist denn da jetzt? Schmetterlinge, Leute. Die können wir einsammeln. Ja, da sind wir, glaube ich, dann schon richtig. Jetzt kurz einmal die Wegbeschreibung angeschaut und wir müssen darüber. Wir sind schon hier eigentlich. Da vorne ist es, ja, okay. Tut das weg. Und wir schauen da gleich einmal, was da alles auf uns wartet. Honigbräu-Brauerei entdeckt. Ja, Leute, ist das cool? Chicken treten? Nö. Die ist Lavendel sammeln, das kommt ja gut. Schauen wir da kurz einmal rein. Die Fässer, das können wir ohne weiteres. Medfass. Ist das jetzt stehlen oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Und das verkaufen wir dann auch gleich wieder. Leeres Fass und da auch. Okay. Leeres Fass. aufschließen, Honigbräu, Kesselhaus, ja. Schlüssel erforderlich, da kann man nicht rein. Aber wenn wir da alles mitnehmen können, die müssen erst befüllt werden, die nehmen wir auch mit. Leer, leer, leer. Und da ist noch eins, ja, auch leer. Gut so, wir haben jetzt endlich mal eine gescheite Adresse gefunden hier. Können wir da rein? Öffnen, ja. Schauen wir mal in die Brauerei. Ist ja auch was Neues. In die Honigbräu-Brauerei. Hallo, ja, das ist mal ein Wirtshaus. Ja, aber es ist wahrscheinlich jetzt tagsüber, jeder ist in der Schicht und hat keine Zeit und du, ja, wir reden einmal mit dir. Willkommen. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet, nicht dieser Mist vom Gut Golden Glanz.
Ja, ist okay, schauen Werft wir mal. Einen Blick darauf. Was hast denn du zu bieten? Ah, was halt alles so da in der Kaschemme zu kaufen gibt. Ah, wir könnten da auch gleich einmal seinen Met zurückverkaufen. Ja. Bis auf einen verkaufen wir alles. Ja. Okay. Hatte jetzt zu wenig Geld gehabt. Mhm. Egal, wir haben es eh gestohlen und das passt schon. Und ja. Sonst? Wir sind klein, machen aber fehlende Größe durch unsere Qualität mehr als wett. Ist okay. Okay. Gut. Wir öffnen da die Tür. Und da sind die auch Jungs drin. Wenn ihr den besten Met in Himmelsrand probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. Hey, du Eimer, komm. Wenn ihr Met kaufen wollt, sprecht mit Sabjorn, dem Inhaber. Wo bist denn du? Noch einmal? Wir sind nur eine kleine Metbrauerei, aber unser Geschäft wächst. Sabjorn leitet die Brauerei erst seit kurzem und nun seht sie euch an. Okay. Unglaublich, dass ich gerade den Feinschmecker kennengelernt habe. Ah ja, davon war ja schon die Rede. Der Feinschmecker, wo ist er? Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Fühlt ihr euch nicht wohl? Ja, wir haben eine Infektion, ich weiß schon. Okay, das war's dann. Da gibt's noch einen, den quatschen wir auch nochmal an. Braucht, wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sucht Sabjorn. Wenn nicht, schert euch davon. Oh, du bist ja ein ganzer Feiner. Um ehrlich zu sein, ist Sabjorn kein guter Eigentümer. Sklaventreiber kommt der Sache näher. Aha. Wo steckst denn du immer? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so im Elend anderer schwelgt wie er. Ah, ist kein guter, der Sabjorn? Wo steckst denn du den Besen immerhin? Braucht etwas? Okay, das war's dann auch schon. Da können wir nichts mehr mitnehmen. Ist ja klar. Aber kommt der echt gut da? Ich frag mich nur, wo sind die Braukessel? Ist ja wirklich nett gemacht. Finde ich echt cool. Okay, Leute, das ist mal was anderes. Wir machen da einen Abstecher in eine Brauerei, ja. Dann gibt es normalerweise nach der Führung immer gleich einmal ein Gulasch und ein Seidel Bier. Da schauen wir auch noch auf, was da so ist. Ja, eigentlich nicht mehr viel. Ja, super Becher sind da. Und da sind die Fässer. Cool. Der Lagerplatz und ein Buch natürlich. Die Tralle, ja. Wir stehlen das nicht. Wir haben schon genug gestohlen und halten uns mal zurück. Abkaufen können wir es ihm auch nicht. Und ja, ich glaube, das war's dann hier. Okay, wir haben gesehen, was es zu sehen gibt. Wenn ihr den besten Met in Himmelsrand probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. Okay, Alter, und das sind hier die Gärfässer. Schlüssel, ja, genau. Ich glaube, da unten ist dann die Brauerei. Sorry, Folks. Aber es ist ja extrem cool. Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg, die hart arbeiten? Braucht ihr etwas oder quatscht du nur immer gern und pipapo? Ja, ich quatsch für mein Leben gern. Eigentlich nicht, ich höre eigentlich nur gern zu. Da gibt es auch Bücher, der Aufstand von Erzburg, Götter und Kulte. Ja, man kann ja auch leveln mit Büchern. Deswegen, ja, schauen wir immer kurz mal rein. Und irgendwann können wir die auch kaufen, ja. Okay. Stehlenteller. Der große Krieg. Okay, das ist die Lektüre, die man damals gelesen hat, wenn man Kaffee und Kuchen oder Bier und Wein getrunken hat. Naja, okay, ich sag tschüss einmal und wir sehen uns ja beim nächsten Umtrunk wieder.
Du kannst nur die Kraft eines einzigen Findlings besitzen. Aktivierst du einen neuen Stein, verschwindet die Kraft des vorherigen. Na gut. Wir haben jetzt dabei noch Magie und deswegen leveln wir da und machen Feuerzauber ohne Ende. Sind wir auch noch auf Feuerzauber aus? Ja, sind wir. Gut. Steck weg das Ding. Ich krieg den Schmetterling nicht. Egal. Hier gibt es ja einen ganzen Haufen Schmetterlinge. Ich denke, wir müssen da über die Brücke und dann rüber. Das nehmen wir doch auch noch gleich mit. Disteln gibt es hier ohne Ende. Aha. Ich bin direkt hinter euch. Lass mich in Ruhe. Du stehst da genau davor, die Bergblumen. Wir werden dann braun auch noch im Labor, das ja der Kessel raucht. Lavendel. Bergblume. Bergblume. Und zur Not verkaufen wir die, weil die haben ein gutes Gewicht und na, wieso kriege ich dich jetzt nicht da? Okay. Gewicht und Wertverhältnis. So. Gut, wir haben es fast geschafft. Ja, 5 Kilometer und 20.000 verschiedene Sachen, die wir da machen unterwegs. Elche jagen. Hey, Alter. Warte, ich kenne euch doch. Woher? Komm, erzähl uns was. Wartet, ich kenne euch doch. Was heißt das, ihr begeht einen Fehler, das... Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid eine gesuchte Frau und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Dafür habe ich keine Zeit. Ihr etwa? Ich habe mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Wieso eigentlich? Leute, weil wir die... Ja, was haben wir gemacht? Bringt mich ins Gefängnis. Eher würde ich sterben als ins Gefängnis. Ja, ich bezahle mal die 5 Goldstücke. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren, dann könnt ihr gehen. Also gut. Okay, und was genau hast du jetzt da mitgenommen? Das möchte ich aber jetzt schon sehen. Sonstiges, Bibabo, Fackel, na, Gott sei Dank, das ist da. Und meine Waffen? Auch da. Was habe ich denn da gestohlen gehabt? Bei den Büchern müssen wir nicht schauen. Dieb, wo ist denn das? Und sonstiges, da waren jetzt was? Von der alten Frau die Sachen oder einfach nur der... Wein. Egal, es ist ja egal, Leute. Habe ich die jetzt alle mitgenommen? Wo habe ich denn die her? Ah, nein, das ist vom Händler. In Flusslauf. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Okay, wenn du das sagst. In diesem Sinne, wir machen hier wieder mal einen Schnitt. Das hat ja wieder lange genug gedauert. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Ja? Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Du hast vollkommen recht. Deswegen machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lass mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Okay, Leute. Ich speichere ab und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Toso.